Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Rogue Galaxy. Heute mit Rang C des Insektoiden-Turniers. Aber vorher basteln wir uns etwas Neues für den Waffenschrank. Was wir wahrscheinlich unseren Lebtag eh nicht mehr anfassen werden, aber... Nun ja. Was gebaut ist, ist gebaut. Und am Ende des Insektoiden-Turniers können wir uns noch mehr Kostüme besorgen. Das sind natürlich so Sachen, die hätten wir schon vorher haben können, aber naja. Hatte ich halt nicht. Das Gewehr der Gerechten, der Gerechtigkeitsstrahl. Man muss natürlich dazu sagen, das ist definitiv eine sehr gute Waffe, wenn man sie relativ frühzeitig baut. Was wir nicht getan haben, aber... Ne? Wir wählen Rang C. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es da irgendwen Spezielles wieder gibt. Aber was soll man machen? Ladies and Gentlemen, the C-Rank match is about to begin. What amazing developments await us today. Are you ready to battle? Here comes the first round. Okay. Wir werden wieder die Käfer nehmen, die ich beim letzten Mal hatte. Wir werden sie selber zuordnen. Ist eigentlich ganz einfach. Wir haben unseren Dungroller als König. Das ist ganz einfach zu erklären, denn er hat einen Schutz. Und er ist Rang 8 und er hat ein Schutzschild. Für den Fall, dass ihn jemand dann tatsächlich attackiert. Also besser kann man es halt nicht treffen, was das angeht. Und auspacken kann er trotzdem echt gut. Von daher ist das schon völlig in Ordnung. Vielleicht sollte ich auch immer in die volle Offensive gehen, aber ich weiß auch nicht. Kommt mir nicht richtig vor. Natürlich, das erste Blut bekommt man wieder. Ist ein Hund ab. Aber ist ja auch ganz verständlich, ne? Läuft zwei Ebenen nach vorne, da kriegt er nun mal direkt das erste Blut. Und seien wir mal ehrlich, ist ein Hund. Der kann das ab. Was macht das nochmal? Ich habe keine Ahnung, was das macht. Wir machen es mal. Das malmende Horn. Greift durchgehen. Oh, das sollte ich mir merken. Ich sollte vielleicht die Techniken mal kennen, die meine Insektoiden drauf haben, aber... Als ob. Es ist natürlich schön, dass ich die Kamera bewegen kann. Das verleiht mir so ein bisschen den Überblick. Auch wenn mich das irgendwo fast schon wieder verleitet, ich sag mal wirklich blöde, durch die Gegend zu manövrieren mit der Kamera. Einfach nur um zu gucken. Ah, oh, guck mal da, oder das da. Das ist auch schön anzusehen. Und ja, wäre ein bisschen seltsam. Okay, Angriff. Und ist ein Hund, darf den Kampf wieder beenden. Die Kämpfe gehen ja jetzt relativ zügig, erstmal dadurch, dass ich sie gut trainiert habe. Mit ein bisschen Glück sind sie sogar bis zum S-Rang nicht allzu schwierig. Den S-Rang darf ich übrigens zweimal machen, weil das Spiel mich hasst. Ich wollte es ja nur erwähnt haben, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde das nicht gut. Sagen wir es mal so. Die Belohnungen sind relativ schlecht und dass ich dann dazu gezwungen werde, es zweimal zu machen, finde ich ein bisschen absurd. Bin aber auch nur wieder ich. Aber ich finde das dann irgendwo absurd. Let's keep going. On to the second round. Allerdings finde ich natürlich sehr unterhaltsam, dass die meisten hier Kinder sind. Das muss man ja... Ich meine, gut, wie gesagt, es ist ein Spiel für Kinder, wenn man so will. Anordnung richtig, Insektoidenkönig, Dung Jovi, fertig, zack. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder
irgendwo begeisterter davon sind, mit Käferchen rumzuspielen als erwachsene Männer, sag ich jetzt mal, aber naja. Ich bin auch ein erwachsener Mann, ich spiele trotzdem mit Käfern rum. Das klingt so doof. So doof! Das ist ein. Also von der Frisur vom Weiten hätte ich jetzt eigentlich gesagt, das wäre eine Frau. Oder ein Mädchen halt in unserem Fall. Tatsächlich handelt es sich hier aber um ein. Naja, Jung. Ja. Was soll ich dazu sagen? So ist das Leben. Ja, auch die Bienen fand ich nicht ganz so interessant. Wobei ich ja auch sagen muss, wenn es um die Auswahl meiner Insektoiden geht, da habe ich auch tatsächlich diesen Lordhüpfer nur, weil ich relativ zügig, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, aber relativ schnell einen dieser Hüpfer fangen konnte. Ich werde euch im letzten Part wahrscheinlich einfach die Punkte drunter schreiben, wo man relativ gute fangen kann, denn dahin zu laufen, vielleicht ein bisschen zu lange. Allerdings werde ich durch das Spiel selber so oder so zu einem Ort gelangen, an dem man meinen Dungroller, den ich jetzt habe, also im Prinzip diesen Edelsteinroller, hätte fangen können. Und das ist einer, den ich demonstrieren werde. Ich werde auch noch einen ganz bestimmten anderen Käfer versuchen zu fangen, wenn wir durch sind mit dem Spiel. Nur um es mal gezeigt zu haben. Das bringt mir natürlich gar nichts, weil ich jetzt gerade das Turnier beende. Aber ich werde es dann einfach mal demonstrieren. So ein Sichelfuzzi, einen Pierre, hätte ich auch ganz gerne gehabt, aber da hatte ich jetzt keine Zeit zu, denn meine Kreaturen waren schon fertig, bevor wir hier angefangen haben. Aber man sieht, die haben schon einen heftigen Wumms hinter sich. Achso, ich kann den nur in gerade Richtung machen, okay. Hat sich das ja erledigt. Kotetsu. Also wirklich. Im Großen und Ganzen ist natürlich meiner Meinung nach die Sache, wenn ich jetzt nur auf einen Käfer vielleicht mal in ein paar Runden treffe, der ein bisschen Widerstand leistet, so wie der hier, dann ist das definitiv nicht so schlimm. Aber es reicht mir natürlich tatsächlich dabei, dass ich hier fast schon ja, eine halbe Stunde immer daran arbeiten darf, da durchzukommen. Die meisten meiner Käfer können auch gar nicht mehr stärker werden. Was diese Werte da angeht. Ich weiß nicht, ob das dann trotzdem noch draufgerechnet wird. Dürfte eigentlich nicht, aber. Naja. So ist das dann halt, ne? Die dritte Runde, yay. Denver, Zünder, Laster, Töter, nette Namen, ne? Kinderfreundliches Spiel. Ab wie vielen Jahren ist das? 12, naja. Das passt ja. Das ist halt noch voll in Ordnung. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ich weiß, aber naja. Obwohl. Geht doch einfach mal direkt schon mal dahin. Das ist so die Spitzenposition, die Pole Position, wenn man so will. Ich bin ja tatsächlich wirklich nur darauf bedacht, dass mich kein Käfer packen und rauswerfen kann. Das ist so eine Kombo, die setze ich gerne ein. Die braucht aber dann keinen Gegner bei sich einsetzen. Da könnte ich ja drauf verzichten. Muss ich ehrlich sagen. Ja, aber so langsam. Also die Gegner halten deutlich mehr aus. Weil ich schon jetzt beeindruckend finde, dass sie jetzt schon so viel aushalten. Oh. Wofür habe ich denn die Techniken, wenn sie dann auch noch ausweichen? Die Problematik ist halt, ich kann beziehungsweise konnte meine Käfer auch nicht viel weiter verstärken. Also ist der Schaden, den sie raushauen und die Verteidigung, die sie haben, die höchste, die sie haben können.
Der Rest ist dann eben wieder, ja, würde unter Taktik laufen. Schwer zu glauben, aber ist wohl wahr. Der Rest läuft unter Taktik. Scheinbar ist dieser Käfer hier vorne der stärkste, den er hat. So kommt es mir zumindest gerade rüber. Denn alle anderen, selbst der Boss, haben ja gerade unglaublich schnell ins Gras gebissen. Die Abwehrkugel hier natürlich nochmal deutliche Verteidigung. Also ist wohl so ein Kampf, den ich dann doch ein bisschen schneller beenden werde, einfach. Wenn ich den mal treffen würde, das ist so der nächste Punkt. Aber einen Wert wie Treffergenauigkeit gibt es nicht. Wollte ich mal erwähnt haben. Es gibt keinen Wert wie Treffergenauigkeit. Also, naja, wenn sie nicht treffen, treffen sie halt nicht. Ich weiß nicht, wodurch das berechnet wird. Aber gibt's halt nicht. Jetzt haut er mit seinem Käfer da ab. Finde ich auch nicht toll. Das ist ein Bazooka-Käfer, auch ein ganz nettes Kerlchen immer. Tja, ich würde den Kampf ja jetzt beenden, aber interessanterweise steht da jetzt genauso, dass er alles von mir blockiert. Also zumindest so, dass ich es nicht vernichten kann. Naja, gut. Kann aber tatsächlich passieren, dass er es schafft, Kotetsu zu vernichten von mir. Also, wollen wir mal sehen, was passiert. Er weicht aus, greift an, aber das reicht nicht. Da ist dann sein Laster erledigt. Tatsächlich lief es jetzt dadurch so, dass ich doch nochmal jeden von seinen Käfern vernichten musste. Wow. Also das ist schon mal wieder was ganz anderes. Wischen die jetzt den Tisch ab oder bleibt das so klebrig da? Frag ja nur. Bei meinen meisten Käfern kann ich aber tatsächlich nur noch die Gesundheit verstärken. Rang 8 Käfer sind die höchsten Käfer. Man kann allerdings sie nochmal paaren mit einem schwächeren Weibchen, um wieder einen Rang 8 Käfer zu erzeugen, der aber dann wieder weiter hochgepusht werden kann mit Früchten. Wow. Hat jemand sein Gehirn mit einem Goldfisch ausgetauscht? Destro, oh Gott. Also das ist so ein Kampf, da werde ich aber jetzt zackig durchgehen. Das ist ja... Das ist interessante Taktik, die er verfolgt. Mich halt mit den Schutzschilden zu bombardieren, aber... ja, da habe ich keine Lust drauf. Kann ich direkt sagen, habe ich keine Lust drauf. Kann ich eigentlich damit auf Gegner draufspringen? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, oder? Aber trotzdem, kann ich da irgendwie draufspringen? Nee. Ich kann halt zumindest schon mal dahin springen. Also, von daher. Das ist eine Technik, mit der ich gut meine Gegner verfolgen kann. Sagen wir es mal so. Meine Güte, das ist aber ein einzigartiges Charaktermodell, oder? Ich habe den zumindest so noch nie gesehen. Und jetzt weicht ihr nur aus, oder wie? Ich meine, mir soll es egal sein, aber... Oh, das da hinten ist gar kein Kugelfuzzi. Ah. Das sehe ich jetzt gerade erst. Der da hinten ist gar kein Kugelfuzzi. Der da hinten ist ein, ich glaube, Herkuleskäfer ist es. Das ist schon ganz interessant, denn die normalen Käfer hier sind getrimmt auf Verteidigung. Die einzig wirkliche Gefahr geht tatsächlich vom König aus. Interessant. Ich natürlich gerade verfehlen musste, was natürlich wieder ein bisschen ärgerlich ist. Und weg mit deinem Schild, Batch. Ich habe übrigens, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum manche meiner Angriffe den Schild da vernichten, manche nicht. Kann ich, ehrlich gesagt, nicht sagen. Nun ja. Wir werden gucken, was zuerst passiert, ob... Ja, doch. Nein, nicht
die Runde beenden. Wir bewegen uns hier hin und greifen an. Also wir werden sehen, was zuerst passiert, ob wir den König besiegen oder nicht. Im Normalfall sollte ich Erfahrungspunkte sammeln, das ist mir auch irgendwo bewusst, aber... Ach. Das würde jetzt ganz ehrlich diese Runde so sehr verlängern, das ist schon nicht mehr witzig. Allein wegen den Schutzschilden. Ich könnte jetzt durch meinen Käfer attackieren. Ja, oder auch nicht. Ich darf es ja nicht, aber... Hätte ich das gedurft, hätte ich theoretisch durch meinen Käfer attackieren können, um Schaden auszuteilen. Er hätte mal König hauen dürfen, dann hätte er Schaden gekriegt, aber ohne Ende hier. Er geht nach rechts, ist kein Problem. Ein bisschen Bonus-Erfahrungspunkte kann ich mir ja besorgen. Ist ja nicht so, als würde ich gar keine holen. Ist ja unglaublich, aber wahr. Ich hatte irgendwie gedacht, der wird jetzt dabei draufgehen. Tut aber nicht, was soll's, XYZ erledigen. Finish him! So geht das halt auch. Und zur Not wird das ungefähr die Taktik sein, die ich im S-Rang dann verfolgen muss, ne? Alle auf den König, Hauptsache der König ist dann tot. Ich wäre natürlich sehr froh, wenn ich mal ein Level wieder kriegen würde für meine Charaktere hier. Für meine kleinen Käfischchen. Aber naja. Ist der fünfte jetzt irgendwas Besonderes? Das ist eigentlich das, was mich irgendwo am meisten interessiert. Ist das jetzt irgendwas Besonderes? Ich weiß, dass im S-Rang besondere vorkommen, ja. Aber das dauert halt noch. Nein. Naja, ist einer von... Visa? Eduardo? Nee. Moriarty. Moriarty war's. Er ist einer von Moriartys Handlangern. Das ist ja schön und gut. Er hat sogar eine Maschinenpistole hier mitgenommen. Das ist nicht gegen die Regeln. Ich frag ja auch nur. Dann wiederum, wir stehen da in voller Montur mit Schwert, Todeslasern, Kampfrobotern. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, alles in allem bin ich der schwer Bewaffnete hier und bin so gesehen der Böse. Ah, Colby. Großpapa. Großpapa. Diese Schnecken hießen, meine ich, Bombenschnecken? Große Frage ist, aber ich meine ja. Für diejenigen, die es interessiert zumindest. So, kann ich einen Riesensatz auf einen Gegner machen? Und wenn ja, bringt mir das was. Also, ja, ich kann einen Riesensatz Richtung Gegner machen, aber nicht auf den Gegner. Ist natürlich echt schade. Mach diese Kugel kaputt. Sehr schön. Also der Weg ist zumindest schon mal geebnet. Und ich versuche wohl jetzt in den nächsten Rängen vermutlich eher diese Kämpfe schnell zu beenden, als ewig dabei zu bleiben. Ist zumindest jetzt so ein... Ich habe das Gefühl, es lohnt sich halt nicht. Die Preise lohnen sich nicht. Meine Käfer entwickeln sich auch nicht unbedingt viel, viel besser. Wow. Also die Käfervariante sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus, muss ich sagen. Da kann man ja fast Respekt vorkriegen. Und Schaden raushauen tut's auch. Ja, wie gesagt, das sind Bombenschnecken. Die können, meine ich, explodieren, wenn sie wollen. Oder sollen, oder wie auch immer. Wollen, sollen, können, unter Umständen. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kann es Aua machen. Der hat schon wieder eine Bombe? Ach,
der hat die Technik benutzt von sich. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wieso hat der schon wieder eine Bombe? Hat mich irgendwie verwundert. So. Das war's dann. Hoffe ich doch mal. Ich meine, ich habe jetzt noch zwei Käfer. Die sollten diesen einen jetzt erledigen können. Jetzt bin ich doch irgendwie entsetzt. Aber ja. Das war's. Das war der C-Rang. Wow. Also, es funktioniert. Okay, aber... wenn keine wirklich wichtigen Charaktere drankommen, das ist schon irgendwie fast schon uninteressant. Fast. Ihr dürft halt nie vergessen, wir machen das im Großen und Ganzen für Kostüme. Wir befinden uns ja auch im Bonusteil des Spiels. Ja, wir bekommen ein Murakumo Typ S. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das eine sehr schlechte Belohnung ist. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal ist dann der B-Rang dran. 4 Videos habt ihr noch vor euch. Ehrlich gesagt, würde ich sie überspringen.